Einige Worte zur Entstehung des Truppenübungsplatzes bei Truppach. In den 30er Jahren, 1934, war in Siegen ein Herr Fismar Bürgermeister. Nachdem ist immer noch der Fismar Park in der Siegener Oberstadt benannt, Bürgermeister. Und er war der Ansicht, Kasernen in Siegen wären für das Geschäftsleben und positiv. Und Militär lag ja sowieso in damaliger Zeit, Mitte der 30er Jahre, wurde positiv gesehen. Er schaffte es tatsächlich, dass dann auch die Wellersberg-Kaserne in Siegen gebaut wurde, 34, 35. Und in dem Zusammenhang kam dann 1936, soweit ich mich erinnere, ein Regiment nach Siegen. In diesem Zusammenhang man dann feststellte, als sie hier waren, die müssen ja auch üben und dazu braucht man Übungsgelände. Das war natürlich nicht vorhanden und da hat man beratschlagt und ist dann zu dem Entschluss gekommen, das Gebiet, das Waldgebiet zwischen Truppach, Birlenbach, Langenholdinghausen, Alchen, Oberholzklau als Übungsgelände auszubilden. Ja. Das Gelände war natürlich alles im Privatbesitz bzw. im Besitz der Haubergsgenossen und man wollte ihnen das abkaufen, bot auch einen Preis. Mit dem Preis von 2,2 Reichsmark, 2,66 Reichsmark, waren die Genossen aber weitgehend nicht einverstanden, zumal das auch teilweise im oberen Bereich von Truppach Gebiet war, wo Ackerbau getrieben wurde. Das war nicht alles Hauwerksgelände. Man war aber nicht einverstanden mit vielen Querelen. Die Bauern, Waldbauern regten sich auf, machten noch Einspruch vor Gericht, aber das wurde dann abgewiesen und man fühlte sich betrogen. Ja, das war dann das Gefühl. Aber es war jetzt im Besitz der, beziehungsweise gehörte zur Wellersberg-Kaserne und die war Übungsgelände für die Wehrmacht. Der Truppenübungsplatz wurde nicht nur für die Streitkräfte genutzt, für die Wehrmacht, sondern man hatte oben auf dem Gelände, genau auf der Höhe, eine lange Bahn angelegt mit Beleuchtung, also eine Art Scheinflughafen, um die ankommenden Bomberverbände von dem verdunkelten Siegen sozusagen abzulenken und hier in Richtung des Truppenübungsplatzes zu lenken. Wer heute seitlich zum Wickersbachtal, also so kenne ich es jetzt, so weiß ich es, da das Wickersbachtal hochgeht, findet auf der rechten Seite viele Bombenkrater, jetzt teilweise schon wieder zugewachsen sind, aber die stammen immer noch aus der Zeit. 1945 war der Krieg verloren, das Wehrmachtsgelände wurde nicht gebraucht und da, weil man ja auch wieder mit den Lebensmitteln knapp war, wurde das teilweise auch wieder landwirtschaftlich benutzt. Die Wellersberg-Kaserne, hier der Siegener Bereich, war im Bereich der britischen Zone. Das war also Englisch. Die Engländer waren hier bis 1951. In dem Zusammenhang vielleicht auch nennen, die Wellersberg-Kaserne war auch Verteilungsstelle für die eintreffenden Flüchtlinge des Zweiten Weltkrieges. Das waren ja erhebliche Zahlen. 1951 übergaben die Briten aber den Belgiern die Wellersberg-Kaserne inklusive des Übungsgeländes. Und man trug sich sogar mit dem Gedanken, das Übungsgelände noch größer zu machen, anstatt der 260 Hektar auf 350. Aber dagegen sprach sich dann der Rat der Stadt Siegen aus, sie wollten nicht noch mehr Gelände verlieren. Ja, 1900, die Belgier waren dann hier, es war dieses Feindverhältnis zwischen Besatzung, war ja Besatzungssoldaten und der Bevölkerung, das war nicht sehr gut, wickelte sich aber im Laufe der Zeit positiv. Es gibt ja so Partnerstadt,
Ypern, soweit ich weiß, von Siegen. Das heißt, es entspannte sich dann im Laufe der Zeit und erst ja, bis 1996 war dann die letzte Veranstaltung der Belgier, die sich dann mit einer Feierveranstaltung verabschiedeten. Bis zum Ende der 60er Jahre, ich kann mich erinnern noch, als ich meine Frau kennenlernte, sind wir da oben spazieren gegangen, hatte auch der Luftsportverein Geiswald e.V. da oben sein Gelände und da wurden also Segelflieger auf dieser freien Fläche, waren LKW und der hatte auf seiner oben eine Winde mit einem langen Stahlseil und der fuhr dann raus und zog dann die Segelflieger an diesem langen Seil nach oben und dann konnten die also von dem Truppenübungsplatz oben von der Höhe aus, setzten die dann an zu ihren Kreisen. Ne? Wurde dann aber eingestellt, ich glaube so Mitte der 70er Jahre war da nichts mehr und dann waren die Modellflieger, haben dann da oben ihren Platz eingenommen und die sind ja jetzt noch da.